herzlich willkommen nach langer Zeit zu einem neuen Special. Und zwar spielen wir Fallen City, Got the Fall City Back on its Feet. Und wir sollen unseren Spielernamen eintragen. Und das tun wir gleich mal hier. Ich nehme euch auf der Fox. Gleich mal, ob ich den Sound noch regulieren kann. Ich habe mal reingeguckt. Lasst euch überraschen. Ein Spiel von A Big Robot. And their charms. What is a city? It is a machine. A machine for living in. But a machine can break down. The inhabitants of Fallen City were distracted by promises of fame and fortune. Promises that could not be kept. These empty promises were catastrophic. The inhabitants of the city began to see not what they had, but only the dreams they were denied. Frustrated, the people of the city became bored and angry. The city fell. One or two faces among the ruins remember what it means for the city to matter. They remember what it means for the city to be a machine for making life livable. Take care of the city, they remember, and it will take care of you. It's time to get the fallen city back on its feet. So, nach diesem herzlichen Intro würde ich sagen, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Also, die Stadt, was ist die Stadt? Eine Maschinerie. Diese Maschinerie muss gelebt Hello. Werden. Hello, this text will teach you how to play Fallen City. Jo, und jetzt ist unsere Aufgabe, die Stadt wieder aufzubauen, nachdem sie durch Angebote gemacht wurden. Hoffentlich Angebote, die die Leute nicht auf Dauer glücklich gemacht haben, kaputt gemacht wurde. Und wir sollen die City wieder zurückbringen. Und, ja, wie schon gesagt, helpful info, hello. Dieser Text wird dich lehren, wie Fallen City zu spielen ist. Und dann machen wir weiter. This is an angry. Click the left mouse button to select them. Also wir müssen jetzt hier Great. You can pan the camera around with Q and you can also hold down Shift or the middle mouse button and move the mouse to rotate the camera. You can also move the camera away from a selected angry with W, A, S and D key. Hitting F will refocus the camera on the selected angry. So, try das ist jetzt gerade nur so ja, Tutorial-Gelaber. Also, mit der Maustaste können wir uns bewegen, mit WASD können wir uns bewegen, mit Q und E können wir drehen oder man halt also über den Druck der mittleren Maustaste und mit F können wir jetzt angry unseren Angry selecten. You can give them tasks. Move the angry around by clicking the right mouse button in the street. So, wir können den jetzt durch die Straßen führen. This place is filthy. Left click on this skill in the skill bar and then right click on street rubble to clean it up. Also, wir haben jetzt die Aufgabe hier sauber zu machen und wir sollen jetzt hier auf das Besensymbol klicken und dann auf der Your cleaning skill will stay selected until you choose another skill. So, es wird so lange selected sein, bis wir was anderes wählen. Having a tidy city makes everyone feel happier. But it's hard work and your angry might get bored and walk away. Keep an eye on their attention span to see how they're doing. Also, wir haben jetzt, wir wollen die Stadt natürlich schöner machen für eine schönere Stadt und unsere Angries haben irgendwann eine Langweilskala. Die haben jetzt keinen Bock dauerhaft zu putzen und verziehen sich dann wieder. Und da sollen wir drauf achten. Try cleaning a building now.
So, jetzt nochmal versuchen, das Gebäude hinten zu reinigen. Das Skill ist ja eh noch ausgewählt. So, ab hin. Hier unten sehen wir auch den. Das an angry got bored. If you send an angry down a grim and ruined street, his attention span will rapidly run out. He'll give up what he was doing and return to a place he feels safe. So, das heißt, solange die Straßen... Try cleaning a building now. Das heißt, solange die Straßen dreckig sind und er dann entlangläuft, fühlt er sich nicht so ganz so wohl. Das heißt, wir machen mal ein bisschen sauber. Wir hoffen, dass die Langeweile-Spanne... dass er nicht so lange aggro ist. Und dann verzieht er sich wieder zurück zu einem Platz, der, wo er sich wohl fühlt. So wie jetzt der Punkt hier gerade. Okay. Ich sehe, er lädt sich wieder auf, wenn es sauber ist. Das heißt, putzen, warten, putzen, warten. Okay, machen wir es mal über den Weg jetzt hier gerade. Und dann sollen wir mal versuchen, das Gebäude zu reinigen. You've cleaned the building. The area around this building will now make Angry's happier, even if the road is still a bit untidy. See how their attention span bars fill up. Also, dieses Gebiet macht jetzt unseren Angry glücklicher, solange wir in diesem Gebiet sind, auch wenn rundherum ein bisschen Dreck ist. Und wir sollen gucken, wie sich gerade unsere Selected Angry-Anzeige wieder füllt, weil sich wohlfühlt. Ooh, what's that sparkling? Use your clean skill to dig it up. Also, sparkelt was und wir sollen reinigen, dann machen wir es mal. Wow, you found a musical skill. But not all skills are appropriate for everyone. Obvious hint. Red guys like red skills. Also, wenn wir ein rotes Buch finden, ist das für unsere rote Figur. Und, oder mögen unsere roten Figuren. Und weil nicht jeder kann, diesen Skill ausleben. This angry is bored out of its mind, poor thing. Maybe you can cheer them up. Use your new skill to inspire them. So, der scheint richtig down zu sein. Wir sollen ein bisschen gute Laune machen mit unserem Gitarren-Skill. Like playing a guitar or dancing, help people feel confident and inspired. Use them to boost the attention span meters above the heads of angries. Ich fand den Sound gerade schön von dem Gitarrenspiel. Ja, wir sollen halt die Aktivitäten nutzen. Good work. Die, Laune this angry will now help with tidying up the city. Anderen angries aufzuwerten und damit die sich wohler fühlen, wie Gitarre spielen oder tanzen. Und er wird uns jetzt helfen. Great. You can always use the camera controls and F to keep track of where everyone is. Hmm, this place okay. Looks like it has potential. Hi. Maybe we should clean it up. Hello. Okay, also das hat Potenzial, das Gebäude sollten wir sauber machen, heißt es. Dann machen wir das doch mal. Excellent, it's all sorted. But what should we do with it? This is angry construction, okay? Look down the street and you can see that this entrance is overgrown. We're going to need gardening skills. Also wir brauchen Landwirtschaftsskills, um durch den nächsten Punkt durchzukommen, der Straße runter. Click on this building. This is so, the build menu. But what should this place become? Gardening supplies would be useful here. And look, you also have one red and one blue angry to staff it. You can always cancel if you choose the wrong option. Gut, also wir können jetzt wählen, dass wir diese Garden Supplies bauen, die wir jetzt auch natürlich brauchen, um da hinten durchzukommen. Und dann machen wir jetzt mal. Good stuff. But gardening supplies now needs angries to staff it. So, wir brauchen jetzt die beiden Angries, um die zu starten, also um Gardening zu machen. You can staff buildings simply by sending a selected angry Hello. To the building with right mouse. Hello. Staff the build. By the way, if you need to get an angry back, you can eject them from the building by clicking his icon in the build info box Hello. In the corner there. Okay. Also wir können die Leute wieder rausholen, wenn wir uns da mal umschauen. Now finish staffing the building with Hello. Your two. You did it. The building is now up and running. You can now collect better skills from this building. Yay! Now let's deal with those Hello. Monstrous weeds. Get a red angry to pick up the gardening skill. Yay! Ab den gardening skill holen, so. Aha. Selecting the new skill, clear a path through to this next bit of the city.
Sag mal, ist wie eins. Das heißt, wir können dann mehreren geben. Okay, also wir haben jetzt gleich so Tobi durch. Ich wusste ja nicht, was ich hier sagen soll. Finally, clean up this tower to complete the level. So, dann sollen wir auch diesen Tower clean, um das Level abzuschließen. Das machen wir jetzt mal kurz. You did it. You've now got the skills required to get the fallen city back on its feet. Also, wir werden jetzt anfangen, der Stadt zu helfen, wieder auf die Füße zu kommen. Das war jetzt Tutorial. Wir werden jetzt wahrscheinlich noch ein Levelchen spielen. Auf zwei, wenn alles gut läuft. Das ist, wie gesagt, ein Special. Kurz zu Fallen City. Ist ein Big Robot Game. Ist free to play. Link findet ihr in der Beschreibung. Watch out for sparkling tiles in the street. These will often contain skills that are... Gut, so, die Tutorial Street haben wir zu 80% gecleaned. Da haben wir Spread the Word. Als nächste Aufgabe, das werden wir, wie gesagt, jetzt noch machen. Und nochmal kurz dazu gesagt, bevor sie mir dazwischen gequatscht hat. Das ist ein Free-to-Play-Game. Kostet nichts, hat keine Verstecken, kostet nichts. Es ist wirklich einfach Free-to-Play. Link findet ihr, wie gesagt, in der Beschreibung. Ist ein Big Robot Game. Ich finde es einfach putzig und für zwischendurch, denke ich, auch ganz nett. So, wir verbreiten mal unsere wohlige Kunde. Ja, komm. Ich möchte das. Cities are full of important infrastructure. In each area of Fallen City, you'll find a key building which must be repaired. Also, in jedem Level von Fallen City finden wir ein Hauptgebäude, was repariert werden muss. These buildings need more Angries than average to staff them, but once they're fixed, that area of the city will be functional again, and we can move on to the next. Your score reflects how much of the area you've managed to fix, but you only have to staff the key building to complete a level. Don't forget, you can click on any building in the city to find out more about it. Okay, you know what you need to do. Click the next button to... So, ach, endlich Ruhe. Nett, aber dass alles gesprochen wurde, finde ich. Das hat schon wieder für, dass es eigentlich so ein kleines Game ist, schon wieder einen großen Wert für mich. Das macht es attraktiver. Also, unsere Hauptaufgabe ist eigentlich immer nur, das Hauptgebäude zu reparieren oder zu reinigen. Das hier in dem Fall. Und, wir haben jetzt erstmal die Aufgabe, uns durch die Straßen zu arbeiten. Hier unten sehen wir, wie viel wir von der Area gecleant haben. Na, das, denke ich, ist soweit klar. Und jetzt lassen wir mal die Jungs hier putzen. Und, wir versuchen jetzt erstmal so viel wie möglich sauber zu kriegen. Hallo. Ja, komm. Putz. Hallo. So. Die jagen wir jetzt erstmal hinher, weil je schöner die Gegend, desto besser. Oh, was haben wir da schon gefunden? Da hat's gesparkelt. Aber ich möchte gerne noch ein bisschen so das Gebiet säubern. Weil nur eine glänzende Stadt ist eine schöne Stadt. Hallo. Hello. Oh, schön, ne? Boring. Ja, boring. So, es geht da hinten hin. Und da können wir wieder Gitarre lernen. Hello. Nope, sorry. Nope, sorry, okay. Da muss ich gleich mal drauf gucken, um warum. Da haben wir wieder was gefunden. Ja, was ist denn jetzt hier kaputt? Geile Fräse hier. Wir machen die Stadt sauber. Haltet eure Stadt rein. So, da haben wir uns ja noch kurz das Musikbuch. Und was war das jetzt? Wow. Was brauchen wir? Rune Telebox, das ist Trash Telebox, no news today. So, das ist eine kleine, anscheinend eine Newsbox. Eine Televisionsbox, oder? Hallo. Die aber Schrott ist und deswegen gibt es keine Nachrichten heute. Ja, komm, mach. Oh, jetzt geht der. Jetzt wird der Board hier an der Stelle. Weil er nicht sauber ist. Und, wir haben jetzt erstmal ihn und, würde ich sagen, muntern wir ihn auf. Hallo. Der darf jetzt noch weiter putzen, solange er nicht gelangweilt ist. Gebäudereinigungsdienst ist unterwegs. Hallo. Ich finde das sehr schön gemacht und ich finde das sehr liebevoll gemacht. Hier so. Vielleicht bist du die Stadt dann komplett auf 100%. Ihr habt gesehen, ihr könnt auch wieder zurück ins Tutorial. Hello. Um dann nochmal von vorne anzufangen. Hallo. Und euch die 100% zu ergattern.
Ich werde jetzt hier nicht die 100% versuchen zu holen, aber so ein bisschen mache ich schon sauber. Hallo. Sauber oder rein? So soll es sein. Das kannst du. Ich hätte einen Skill gerade ausgewählt. Ah, jetzt ist er gelandet, okay. Hallo. Ach ja. So, Skill auswählen hier, wir alten Skiller. Was ich nicht ganz verstehe, warum er den dann immer so schnell deaktiviert. Man kann ja auch jedes Gebäude ganz machen, ne? Da ist ein größeres da hinten. So, das ist auch wieder fixed hier. Ich will meinen Grün da oben haben. Hello. Kann ich auch hier so durchklacken? Ja, wunderbar. Die sind sauber hier, ne? Das sieht ganz gut aus. Die sind noch nicht sauber. Hi. Komm, aktiviere hier mal den Putzfimmel. Also, wie gesagt, ein kleines Quick and Dirty Game, was man so zwischendurch mal spielen kann. Hi. Tut jetzt nicht besonders weh, das zu spielen. Und es ist kostenlos. Ich denke, es ist auch noch eine schöne Sache. Ja, ihr seht, ich räume ordentlich die Stadt auf. Hallo. Du könnt hier ruhig nicht deaktivieren. Komm. So, da kann er putzen. Sie kann, RCS kann die Klampe mal wieder rausholen. Hier fröhlich gebaut und geputzt hat. Ja, komm. Mach es hier uns, komm. Oh, was haben wir da Schönes? Da haben wir jetzt eine Werkstatt, eine Art Gallery oder eine Demolition Hire. Ich guck mal, was gerade von Gebrauch sein könnte. Zwei rote bräuchte ich oder zwei blaue. Demolition hätte ich jetzt ungern eigentlich. Ich wüsste nicht, was das gut sein sollte. Ich schaue mir noch ein bisschen um, ob ich nicht noch die nächste rote dann kriege. Der rote Junge. Ich finde das nett, hier einfach die Häuschen zu ganz zu machen. Das Doofe ist halt, man kann es auch nicht mehr auf einmal auswählen. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. So, weiter geht's ans Häuschen putzen. Hallo. Du hättest aber jetzt ja eigentlich hier mal putzen wollen. So, weiter. Hi. Fröhlich reparieren. Wir arbeiten uns immer mal weiter Richtung anderes Gebäude. Und das läuft doch schon ganz gut. So, ich will euch aber auch nicht zu langweilen. Wie gesagt, es ist so ein kleines Special diesmal. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet euren Spaß. Und ich meine, ihr wisst, was auf euch zukommt. Das Ziel ist natürlich dann, das da hinten zu bauen. Und dafür brauchen wir einiges, auf jeden Fall einen Putztrupp. Und ja, wie gesagt, nur ein kleines Special diesmal. Die Linke findet ihr in der Beschreibung. Das ist Fallen City. Fallen City geht eure Stadt wieder aufzubauen. Zur Hälfte haben wir auch das hier jetzt geschafft. Wie gesagt, für zwischendurch wirklich ein putziges Game. Und wenn man es dann effektiver und schneller macht, wie ich, bestimmt auch ein bisschen interessanter. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei dem nächsten Video oder nächsten Special dann wieder. Wenn es dann wieder heißt, dass der Fox wieder spielt. Da sehen wir sie nochmal. Hallo! Lassen wir noch einmal die Gitarre erklingen. Wenn da hinten schon einer steht.